Hey, hört mich jemand? Mach die Tür auf! Was schreist du so? Officer, Gott sei Dank. Weißt du, wie spät es ist? Mitternacht! Leg dich hin und schlaf. Ich muss mit dem Detective reden. Es ist wichtig. Briscoe hat sich vor einer Stunde in seinem Büro eingeschlossen und will mit niemandem reden. Ich wäre nicht überrascht, wenn er sich erschossen hätte, nach allem, was passiert ist. Du wirst ihn jetzt nicht stören. Ist das klar? Ja, aber dann könnte es zu spät sein. Morgen ist auch noch ein Tag. Leg dich hin, oder du bekommst meinen Stock zu spüren. Die würden mich einfach so sterben lassen. Sollen sie sich doch alle erschießen. Ich hasse Polizisten. Wenn er wirklich hinter mir her ist, finde ich hier kein Versteck. Niemand kümmert sich um mich. Ich lege mich hin. Wen interessiert es, ob der Mistkerl mich verschlingt? Ich hoffe, es wird richtig blutig, damit jeder kotzen muss, der meine Überreste sieht. Vielleicht tut es dann jemandem leid, aber das ist mir dann auch egal. Steh auf! Jemand will mit dir reden. Wer denn? Ich soll dich zum Verhör bringen. Ich lege dir Handschellen an. Also versuch keine Dummheiten. Ich verstehe das auch nicht, Chief Inspector. Es ging alles so schnell. Nein, mir geht es gut. Ich habe nur eine Beule am Kopf. Aber ich glaube nicht, dass es der Reporter war. Ich weiß, wie es aussieht, aber er hätte mich nicht am Leben gelassen. Ja, ich verstehe. Ich werde ihn finden. Verlassen Sie sich drauf. Er muss viele Dinge erklären, die uns helfen könnten. Das ist mir bewusst und ich werde Sie nicht enttäuschen, Sir. Ich wollte gerade einen weiteren Zeugen befragen. Einen Mann namens Timothy Moore. Ich werde Sie stets auf dem Laufenden halten, Sir. Um es mit Ihren Worten zu sagen, Sie werden es nicht aus der Zeitung erfahren. Auf Wiederhören. Herein! Der Gefangene Timothy Moore zu Ihrer Verfügung, Sir. Schicken Sie ihn rein. Nehmen Sie ihm die Handschellen ab und warten Sie vor der Tür. Bitte setzen Sie sich. Ich stehe lieber, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Wissen Sie, ich sitze schon eine ganze Weile. Bitte, wie Sie wünschen. Ich werde Sie nicht länger aufhalten als nötig. Was wollten Sie mir also sagen? Zuerst möchte ich wissen, ob wir einen Handel abschließen können. Ich verhandle nicht mit Leuten wie Ihnen. Vielleicht nicht unter normalen Umständen. Aber jetzt haben Sie keine andere Wahl. Also, wenn meine Informationen Ihnen helfen, will ich ein milderes Urteil. Darauf sind Sie aus. Schön, ich verspreche, dass ich beim Richter ein gutes Wort für Sie einlege. Mehr kann ich nicht für Sie tun. Okay, ich vertraue Ihnen. Ich werde Ihnen genau sagen, was passiert ist. Sie werden erfahren, warum ich in jener Nacht zum Friedhof ging und was ich dort gesehen habe. Hübsches Märchen. Können Sie das irgendwie beweisen? Mein Freund Brian sitzt auch hier ein. Fragen Sie ihn nach Adieu Jack. Er weiß bestimmt, wo Sie nach ihm suchen müssen. Sie glauben also, dieser Jack steckt hinter allem? Warum nennt man ihn Adieu? Keine Ahnung. Aber er war da mit seiner Bande. Ich hatte ihn vorher schon im Pub gehört. Und dann sind Brian und ich vor ihm davongelaufen. Ich habe die Bank zur Mauer gezogen, damit ich drüber klettern konnte. Ah, diese Bank. Und das klingt logisch. Darf ich Ihre Schuhe sehen? Unglaublich. Ihre Sohlen passen zu einem meiner Gipsabdrücke. Sie waren also tatsächlich dort. Ich lüge nicht, Detective. Ich sage Ihnen wirklich die Wahrheit. Ich schwöre bei meiner Seele. Na schön. Ich werde versuchen, diesen Jack zu finden. Sie können jetzt in Ihre Zelle zurück. Vergessen Sie nicht, was Sie mir versprochen haben. Officer, begleiten Sie den Gefangenen zu seiner Zelle zurück. Ich brauche ihn nicht mehr. Stehen Sie auf, ich muss mit Ihnen reden. Himmel, Detective! Soll ich einen Herzinfarkt bekommen? Beruhigen Sie sich. Wir haben Adieu, Jack. Ihr Komplize kooperiert ebenfalls mit uns. Aber jetzt müssen Sie uns beide einen Gefallen tun. Reden Sie weiter. Jack will nicht reden. Wir kriegen kein Wort aus ihm heraus. Sie sollen herausfinden, was auf dem Friedhof geschah, nachdem Sie fortliefen. Und wie soll ich das anstellen?
Haben Sie gesehen, wie groß er ist? Ihr Transport zum Staatsgefängnis ist in einer Stunde hier. Sie werden alle zusammen sein. Sie, Brian und Jack. Sie kommen in eine Zelle, also haben Sie jede Menge Zeit, sein Vertrauen zu erringen. Ich besuche Sie morgen Mittag. Bis dahin sollten Sie schon etwas wissen. Hoffentlich. Aber glauben Sie wirklich, wir sollten bei diesem Wetter rausgehen? Ja, allerdings. Und machen Sie bloß keine Dummheiten. Meine Karriere hängt von Ihnen ab. Ich habe keine andere Wahl. Aber als Belohnung kann ich für ein milderes Urteil sorgen. Mehr kann ich nicht anbieten. Einverstanden, Detective. Sie sind in einer Stunde hier. Machen Sie sich bereit. Herein! Was wollen Sie? Schlechte Neuigkeiten, Sir. Der Gefangenentransport ist nicht am Staatsgefängnis angekommen. Wir haben die Streife losgeschickt, aber sie fanden nur eine leere Kutsche. Die Gefangenen sind geflohen. Was? Wann war das? Wieso weiß ich nichts davon? Chief Inspector Powell hat es so angeordnet, Sir. Noch eins, Sir. Der Kutscher und die Wachen wurden getötet. Erdrosselt. Nein, das kann nicht wahr sein. Dann weiß er es schon. Er wird Sie anrufen. Ich hatte die Anweisung, Sie darauf vorzubereiten, Sir. Danke, Officer. Sie können jetzt gehen. Dann ist jetzt alles vorbei. Das ist das Ende meiner Karriere. Es war schrecklich. Zwei Menschen mussten sterben, damit wir frei sein können. Ich bekomme es einfach nicht aus dem Kopf. Jack tat so, als hätte er Schmerzen, damit der Kutscher anhielt. Er brachte sie mit bloßen Händen um. Ich habe keine Ahnung, wie er es gemacht hat. Danach führte er uns an einen Ort, wo wir die ganze Nacht zechten. Zumindest glaube ich das. Ich habe schreckliche Kopfschmerzen. Und ich bin ganz steif. Und das Schlimmste, ich habe keinen Schimmer, wo ich bin. Was ist denn jetzt? Mann, das ist nicht witzig. Hilfe! Hör auf zu brüllen! Ich versuche nachzudenken. Brian, was ist los? Du kapierst es doch, oder? Jack hat uns reingelegt. Er hat uns betrunken gemacht und gefesselt. War ja nicht allzu schwer. Aber warum hat er das getan? Ich weiß nicht. Aber wenn er zurückkommt, bringe ich ihn um.